Oh, Sie, keine von denen? Aber Sie sind ein Mönch. Bruder Chang aus Berkang. Du willst mich holen? Da war ein helles Licht um mich herum. Das waren Schüsse. Und ich denke, es waren eher die anderen, die davon mitgenommen wurden. Aber du bist doch meine Führerin, meine Wegbereiterin zum nächsten Leben. Meine Zeit hier ist um, nicht wahr? Was tun Sie hier, zusammen mit Marco Bartoli? Nichts. Habe ehrliches Leben geführt. Nur wegen notwendigem Übel hier. Wie mein Vater vor mir, als er Giannis Schiff hier bombardiert und versenkt hat. Jetzt bin ich hier, war hier, um zu verhindern, dass sein Sohn den Seraphen findet. Den Seraphen? Du kennst mein Lebenswerk doch kaum. Du bist doch wirklich nicht ihretwegen hier? Die haben ihre besten Zeiten hinter sich. Sie wollen den Seraphen, um damit einen bösen Schatz freizulegen, den wir in unserem Kloster in Tibet hüten. Vor Jahrhunderten ist uns der Schlüssel von Vagabunden gestohlen worden. Seither haben wir keinen Schlüssel zum bösen Schatz mehr. Verließen uns nur auf unsere Gebete, um ihn zu bändigen. Dann ist der Okkultist Gianni B. in seinen Besitz gelangt. Furchtbare Folgen. Er hat einem uralten Glauben wieder Leben eingehaucht, der durch noch so viele Verbeugungen nicht aufgehalten werden kann. Und jetzt ist er wieder hier. Marco, vom Wahnsinn befallen. Sein Geist ist gewalttätig, hat aber noch nicht die Macht, seine Gelüste zu befriedigen. Also mussten wir erneut zu den Waffen greifen. Die wahren Teufelsaustreiber. Wohin wirst du mich denn bringen? Und ich dachte, meine Zeit ist gekommen. Aber eine Veränderung ist wohl ebenso gut. Ich brauche Ruhe. Ah!